Hallo Freunde des gepflegten Bades, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, TK is back, beziehungsweise mich gibt es noch. Ich habe die aktuelle Zeit genutzt oder nutze die Zeit weiterhin, mir wieder einen Bart wachsen zu lassen. Ihr habt mich vielleicht gesehen auf meiner anderen Playlist, wo es rund um das Thema Düfte geht, wo der Bart noch etwas kürzer war, aber dadurch, dass man jetzt nicht so viel unternehmen kann, viel zu Hause ist, dachte ich mir, nütze ich mal wieder die Zeit, einen Bart wachsen zu lassen. Und wie ihr wisst, trage ich ja zum Beispiel einen Schnauzer gern auch länger. Und das bedarf natürlich viel Geduld und auch viel Zeit. Mein letztes Video ist, ich denke mal, doch schon 2-3 Jahre, ich habe es nicht genau gecheckt her, aber in der nächsten Zukunft, denke ich mir, wird es das ein oder andere Video wieder hier auf meinem Kanal geben. Und dadurch, dass das so ist, habe ich auch heute mal wieder ein Video für euch mit gleich mehreren Sachen. Allerdings ist es im Moment erstmal ein Unboxing- und Teaser-Video. Zu den einzelnen Produkten wird es ein separates Video geben. Also seid gespannt, was heute auf euch zukommt. Und alles Weitere natürlich, wie immer, nach dem Intro. Vor einiger Zeit habe ich öfters mal eine Werbeanzeige bei Instagram bekommen, und zwar von der Firma ZEW. Die Aufmachung bzw. die Werbeanzeige war ganz gut gelungen in meinen Augen, und das hat meine Aufmerksamkeit natürlich geweckt. Dann habe ich mich auf die Webseite begeben und habe ganz unterschiedliche Sachen entdeckt rund um das Thema Bartpflege, Gesichtspflege, Hautpflege, ja, das Ganze drumherum, was eine ordentliche Männerpflege angeht. Dann habe ich den Georg angeschrieben von ZEW, beziehungsweise hatte er mir geantwortet, worüber ich mich sehr bedanken möchte, und hat mir ein paar Sachen zugeschickt, die ich für euch und natürlich auch für mich austesten möchte. Aber fangen wir mal an mit dem kleinen Unboxing-Video, was mich denn erreicht hat. Das war ja schon ein größeres Päckchen, und zwar, wenn ich das hier öffne, empfängt mich als erstes ein Jutebeutel, wo ich natürlich die ganzen Pflegeprodukte ordentlich aufbewahren kann. Das ist immer hilfreich, und ich bin ein kleiner Fan von solchen kleinen Gimmicks. Des Weiteren haben wir hier erstmal schön verpackt, ich hoffe, das sieht man, ein Aufkleber, mal sehen, wo dieser Platz findet bei mir. Ich lege es erstmal ein bisschen beiseite. Und dann haben wir hier zwei Body and Face Cream Pröbchen, möchte ich mal sagen. Diese werde ich in den nächsten zwei bis vier Tagen mal ausprobieren und gebe euch ein erstes Feedback. Das Feedback wird wahrscheinlich bei Instagram kommen, also folgt mir auch unter TKs Foto, beziehungsweise mal sehen, wo ich dieses Video hier hochladen werde. Unter meinem Profil bei Instagram TKs senden. Da dreht sich alles rund um das Thema Düfte, und da denke ich, passt dieses Video eigentlich ganz gut. Also hier haben wir zwei Proben von dem Body und Face Cream. Das sind Black Chaga drin, das sind wahrscheinlich solche kleinen Punkte, um die Haut noch extra zu verwöhnen. Des Weiteren haben wir hier eine kleine Blechbüchse bzw. eine kleine Tasse. Wie gesagt, ich mag ja solche kleinen Sachen, und das ist absolut auch ein Highlight, das werde ich mir ins Bad stellen. Und habe immer eine Erinnerung an ZEW. So, dann kommen wir zu etwas ganz Interessantem, was mir gut gefällt, beziehungsweise was ich gar nicht so kenne. Und zwar ist das eine aseptische Seife, die Holzkohle enthält. Und da bin ich mal sehr gespannt, sie soll vor Rötungen schützen und so weiter, wie die sich auf meine sehr empfindlichen Haut auswirkt und was sie bewirkt. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich, ich muss sagen, etwas skeptisch gegenüberstehe. Es ist ein Beard Balm. Der Beard Balm, was auch ungewöhnlich ist, besteht auch aus Holzkohle, und ich bin gespannt, wie
dieser Björn Balm sich auf meinem Bart verhält. Aber das Interessante dabei ist, Moment, ich leg's mal an, das ist der sogenannte Hero. Georg hat gesagt, ich werde von diesem Duft ja überwältigt sein, möchte ich mal sagen. Ich habe ihn noch nicht gerochen. Das möchte ich jetzt hier live in diesem Video machen. Ich habe zum Georg gesagt, ich habe ja schon viele Sachen ausgetestet und ja, einige Sachen gefallen mir sehr, andere nicht. Und er sagte, ich werde davon überzeugt sein. Ich bin gespannt, ob dein Wort hält. Und jetzt werde übrigens dieser Balm 80 Gramm habt ihr extrem viel Zeit, beziehungsweise wird dieser sehr, sehr ergiebig sein. Aber zu den einzelnen Produkten gibt es nochmal ein separates Video. Heute gibt es einen First Impression, beziehungsweise ein Video, wo ich euch die Produkte kurz vorstelle, anteaser. Und es geht eigentlich auch darum, dass ich diesen Duft heute das erste Mal rieche und möchte mich überzeugen, ob Georg sein Wort hält, ob er wirklich so super riecht, wie er es verspricht. Also, Packung ist gleich geöffnet. Jetzt ist sie offen. So sieht der Björn Balm übrigens aus. Und jetzt wollen wir mal riechen. Georg, du hast nicht zu viel versprochen. Es riecht ganz anders, wie wir ein Björn Balm sonst kennen. Sonst kennen wir ihn eher etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas zitronischer, etwas frischer. Und dieser Björn Balm hier, ich möchte mal sagen, das ist, riecht wie ein Parfüm. Ohne Mist, das riecht wie ein Parfüm. Das hat etwas von Jean-Paul Gaultier Le Male. Ohne Mist. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen mal zu probieren, probiert ihn aus. Der riecht wirklich, also Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Georg, du hast dein Wort gehalten. Der riecht wirklich super. Ja Leute, was soll ich dazu sagen? Ich bin gespannt, wie die Produkte auf meine Haut und meinen Bart wirken, ob alles funktioniert. Das seht ihr in separaten Videos. Es wird bestimmt 2 bis 3 geben. Ich freue mich auf den Test von ZDW und bedanke mich natürlich nochmal ganz recht herzlich für die kleine Kooperation, dass ich eure Produkte testen darf. Und natürlich, liebe Zuschauer, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Bleibt auf meinem Kanal. Bleibt auf meiner Playlist, checkt auch meine andere TKS Senk Playlist aus und ich bedanke mich bei euch für heute, fürs Einschalten und freue mich euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal, euer TK.